Ja, hallo, zurück zum Witcher. Wir sollen ja hier dieses Prinzesschen finden, also die Ziege vom Weidler. Und ja, das versuchen wir jetzt mal, ne? So, hier Spuren. Ah, hier auch weiter, weiter, weiter. Okay. Da hinten lang, okay. Wow, 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 hier ist aber viel. Warte mal, jetzt hier lang. So, überall. Oh, Wölfe. Verdammt, bist du hässlich. Das war's, okay. Noch ein vierter, oder? Ja, da sind noch mehr. Okay, hier lang? Wo geht's denn hier lang? Na, da hinten. Okay. Noch ein Hinweis. Ach, da bist du. Ah, Prinzessin. Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Rufe, Hörner. Hätte wissen sollen, dass sie stur ist. Mal die Glocke versuchen. Na los, gehen wir zum Ich hätte es wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Ja. Komm schon, verdammt. Hey. Zur Hölle bist du hin? Oh, hatte ich den schon? Ja. Hier irgendwo rüber. Hallo. Ah, da, komm. Bär, Bär! Oh, lauf doch, du beknacktes Huhn! Wow, 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 was ist mit dem los? Ah, shit. Ja, ordentlich einen drauf gekriegt. Thank you.
Oh, scheiße. So, Bärchen, Kapotti. Alles klar. So, Ziege, auch kaputt oder was? Oh, wer ist er denn? Auch tot. Naja. Oh, krass. Kann man da runtergehen? Nein. Ich glaube nicht, oder? Hm. Ein andermal vielleicht. So, wo ist die Crazy Ziege? Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Klar. Komm her, Ziege. Prinzesschen! Ja, ihr kommt schon. Hä, wo ist das? Ah, hier. Komm, sammel ein. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Ja, du hast Sicherheit. Diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Nirgendwo zu finden. Nirgendwo zu... Prinzessin, lauf den Weidlern nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf hilft dem Weideler und der Weideler hilft ihm. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Ah, sonst noch was? Gut, bin gleich zurück. Das? Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Hä? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Hm, das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht.
Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidelar ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Okay, also das... Oh, 100 Erfahrungspunkte, sehr gut. Quest aktualisiert. Bestiarium, ja, das können wir uns mal angucken. Bestiarium, puh, ja, weiß ich mehr. Ja, lesen möchte ich eigentlich. Hallo? Ja gut, das kann man sich hier übelst durchlesen. Wirksam im Kampf. Ah, okay. Kann man das... Aha, wirksam im Kampf. Gut, da kann man sich das halt dann mal reinziehen. Was mir auch aufgefallen ist, wenn wir hier auf die Quests gehen, Familienangelegenheit ist Stufe 6, ne? Ich bin mal gerade Stufe 3. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen heavy. Also würde ich mal vorschlagen, dass ich erstmal mich auf das Ding hier konzentriere und hier mal weitermache, weil sonst, glaube ich, kriege ich ordentlich einen auf die Klappe. Ich kann auch mal gucken, Charakter. Oh, geil, ich habe ja noch Punkte, das ist ja cool. Und ein Muttergen, aha. Wähle das Muttergen aus. Muttergen, ja. Und jetzt? Also wähle Muttergen aus, das da. Ah, jetzt verstehe ich es. Okay, Mutter gehen, auswählen, das da, platzieren. Vitalität plus 50. Ist dein Mutter gehen aktiviert, wähle Boni in deinem Charakter werden. Ah, fortfahren. Sowohl Mutter gehen als auch Fähigkeit sind mit Farben markiert. Gleiche Farbe bringt was. Passt die Fähigkeit nicht zur Farbe des Muttergehens in seinem Feld, erhöht sich auch nicht den Bonus des Muttergehens. Okay. Ah, okay, je mehr ich da reinstopfe, desto besser. Also 50 plus Vitalität habe ich. Wenn ich da das Grüne reinstopfe, wird es besser. Verstehe, okay. 150 plus, ah ja. Verstehe. Okay, das heißt, da ich jetzt noch einen Punkt habe, sollte ich hier irgendetwas auswählen. Vielleicht das hier. Flup. X. Jo. Und dann schön das Ding auswählen und da reinstopfen. Flupp. Vitalität 100. Ich habe ja aber noch dieses komische Ding hier.
platzieren. Ah, shit, das war dumm. Dahin. Okay. Vitalität 100. Was passiert, wenn ich das da wieder rausnehme? Was stand denn dann? Annehmen, abbrechen. Egal. Ich habe nicht drauf geachtet, aber die beiden Sachen sind okay. Das ist gut. So, das Plätze. Plätze. Oh Gott. So, komm. Okay. Lecomio-Plätze. Kurz mal auf die Karte gucken. Also, was ist markiert und wo müssen wir hin? Letztendlich würde ich ja ganz gerne mal hier hinten hin, ne? Mit Booten rumschippern und so weiter. Das ist total fett. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind ja hier. Da wohnt der Crazy Baron. Ah, wir können da echt hinreiten, ne? Aber dann reiten wir vielleicht auf dem Weg hier hin, hier durch, darüber, ne? Oder kann ich mich hier schon hinbeamen? Das wäre natürlich super. Ja, hier kann ich mich eigentlich schon hinbeamen. So, das heißt, habe ich hier einen Weg. Ja. Okay, dann reite ich kurz hier hin und dann beamen wir uns darüber. So, wenn Plätze denn mal will. Na komm. Immer den Weg entlang. Okay. Ja, hochleveln müssen wir uns auch noch, weil ich kann ja noch gar nichts. Ein bisschen doof. Ah, noch ein Wegweiser. Sehr gut. Hier wollte ich eigentlich hin. Wow, die Sonne blendet. Wo ist er? Da vorne, ne? Ja, so. Ich bin hier und will nach ja, hier, ne? Jetzt wein doch nicht. Geht's denn da lang? Da lang, okay. Ich muss mal kurz hier gucken, was am Anschlag ist. Warnung, okay. Warnung am Ohren. Warnung, Warnung. Okidoki. So, Plätze her. Karte auf. Und wir möchten ja eigentlich da hinten hin. Also markiere ich mir mal hier diese große Ecke. Und dann reiten wir da einfach mal hin. Plätze. Da ist er. Ist eigentlich ein R oder eine 7? Man weiß es nicht. Laufplätze. So, Plätze, wir müssen irgendwo hier lang. Ne, hier rauf müssen wir. Okay. Eine Art Festung hier, ne? Beweg dich! Oh, irgendwelche Ghule, kein Bock. Was jetzt, du? Oh, jede Menge. Oh, nö, das muss nicht sein.
das ist shit. Ah, das ist... Ist das schon die Stadt? Nein. Komm schon, Plätze. Ja, Plätze. Ich weiß auch nicht, wo wir lang wollen. Vielleicht einfach mal den Weg lang reiten. Da geht's nämlich dann rein in die Stadt. Streitlustig, wie? Nein. Heya! Steinschneider, okay. Das ist die alte Geschichte mit Blitze, ne? Blitze hat da keinen Bock drauf, ne? Da durchzureiten. Komm schon, Blitze! Komm, Vollgas! Vollgas! Bam! Okay, wenn Blitze keinen Bock hat, gehe ich da einfach durch. So, idiotisches Pferd. Okay, Markierung stimmt noch, ne? Wow, ist das der geile Turm hier? Geil, was für eine Stadt. Lassen die mich rein? Komm schon! Kein Durchgang! Warum? Halt! Kein Durchgang! Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen, oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus? Was weiß ich? Ich bin nur Soldat. Oh. Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird. Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Also, kein Passierschein, kein Durchgang. Bis dann. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Da kann man ja irgendwie ab. Irgendwie anders da drauf. Was sagt denn die Karte? Von der anderen Seite vielleicht. Also quasi hier sich irgendwie so rauffummeln. Muss man hier komplett drüber rauf, bla bla. Deswegen gehen wir mal da zum Boot, oder? Vielleicht kann man da einfach rüber segeln. Komm, Blitze. Ura Wing ist zu Hilfe geeilt, damit die Hungrigen was zu essen bekommen. Aber der Proviant war faktenverseucht. Entweder das Schwert macht sie gleich oder die Pest. Mal gucken, vielleicht kann man ja jetzt hier einfach so querfeldein zum Boot. Komm, Plätze, da können wir durch. Genau. Ach, hier wieder so blöde. Ah, kann ich vielleicht sogar komplett durchreiten? Ah, da drüben ist ein kleines Brötchen. Okay, Plätze hat da keinen Bock drauf, aber ich kann schwimmen. Und jetzt? Komm. Ach man, Alter.
Okay, so, jetzt fahren wir los. Boote. Hafensymbol, okay. Steuer übernehmen, klar. Cool. Was sagt denn die Karte? Gibt es hier denn irgendwie einen Hafen, wo ich hinfahren kann? Nicht so, ne? Aber ich könnte einfach mal rumsegeln. Mal gucken, was passiert. Oh, Schaden. Sinkt das Boot. Oh. Ja, ist in Ordnung. Verstehe. Kann ich auch hier raus? So, bin ich jetzt in der Stadt? Plötzlich hat sie rübergebeamt. Was? Okay. Hi, Leute. Der ist garantiert eine Ratte. Quatsch, total nett. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier gibt es alles, was aktuell ist. Lang lebe der König. Okay, ich denke, das schauen wir uns einfach mal in der nächsten Session genauer an, okay? Also, bis dann, ciao.